Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 76 und ich habe noch den Alex mit dabei. Grüße. Und ich werde schon wieder mal von meinem Spielautomaten ausgelacht. Schlimm. Aber ich hau ihn einfach trotzdem gern die Kronkorken mal mit rein. Ich weiß nicht, wir müssen unbedingt nochmal gucken, dass ich mir nochmal ein paar mehr von Atlantic City hole. Ich mag diese Spielereien. Bloß, was ich schade finde, wenn man dann halt das Kronkorken-Symbol hat, dann kriegt man nur 75 wieder. Aber egal. Mir ist es wurscht. Man merkt, mir sind Kronkorken egal. Ich spiele halt einfach zu viel damit rum, wa? Ja. So, aber jetzt gleich müsste ein mutiertes Event kommen. 3, 2, 1, kommt immer noch nicht. Spielen wir halt noch eine Runde Pferderennen. Nächsten 100 Kronkorken. Ich nehme grün. Bahn 2 ist cool. So, komm. Härteprüfung. Schon wieder? Na komm. Komm, Grüner, komm! Ah, Blau hat gewonnen. Nein! Oh! Egal, wir brauchen Härteprüfung. Was haben wir denn auf Härteprüfung? Ja, ich mag die Sounds. So, wir haben in der Härteprüfung haben wir schon wieder Gruppenheilung. Liebes Spiel, dann nehme ich lieber einen Räumungsbescheid nochmal mit Eisig, rumbaggend. Aber nicht schon wieder Gruppenheilung. Egal, mutiertes Event ist mutiertes Event, machen wir jetzt. Oh, hoffen, dass ich jetzt heute den letzten Überlebenden hinkriege. Irgendwann schicke ich einen Mr. Killmeister mit nichts als Schraubenschlüsseln los. Hey, ein Mr. Killmeister mit nichts als Schraubenschlüsseln. Ich bleibe. Gebt eure Wecken ab, holt euch was. Ich habe noch Hochspannungsheifeweizen drin. Ich bin Basto, euer Zeremonienmeister bei diesem Bottgemetzel. Ihr werdet erleben, wie es die besten Rostadler-Kampfmaschinen in drei brutalen Runden mit einem Team von Ödlern-Kriegern aufnehmen. Richtet eure Aufmerksamkeit auf die Arena. Hier sind unsere Kämpfer. Die stählernen Gladiatoren denken, sie könnten uns hier besiegen. Keine Chance. Nee. Auf zur Runde 1. Die Bots, die ihr sehen werdet, stammen von Botbauerin Ant. Haut sie um. Na, dann wollen wir mal ein paar Bots schrotten. Oh, ich habe ja was vergessen. Ich wurde getroffen. Was für ein Schrotthaufen! Es ist ja auch keine für Massenevents taugliche. Absolut normal. Das ist eigentlich eine, ich spare mir Munition und bin zu geizig, Munition auszugeben. Ja, ist so. Das ist handgedrehte. Eigentlich ist sie dazu da, um für die 5 mm zu sorgen, die du dann halt verbrennen tust auf der Minigun. So war das eigentlich gedacht. Huckel die Zuckel. Zeigen wir ihm jetzt mal, was die Gladiatoren wirklich auf dem Kasten haben. So. Augenbots, ich brauch Kronkorken, ich muss meine Spielsucht befriedigen. Ah! Gib mir Kronkorken! Ja! Ich darf wieder dreimal spielen. Dreimal darf ich jetzt wieder spielen. Jetzt kriegt ihr einen richtigen Kampf. Lasst Ant schergen von der Leine. Scheiße, bin getroffen. Es gibt keine Gnade. Keine. Ich
Ne. Was ist denn der Speer jetzt? Da ist der Speer. So, machen wir erstmal hier ein paar Kaffeemaschinen weg, weil es sind zu viele Kaffeemaschinen. Stecke hier ein! Du zu groß gerafft, mein Mülleimer! Gute Arbeit, Gladiatoren! Wir werden nicht kampflos untergehen! Na komm, machen wir hier mal ein paar Emotes. Ja, ich darf noch einmal spielen. So. Genau Kron gespielt. Gladiatoren, jetzt bekommt ihr es mit dem amtierenden Meister zu tun. Den Düsterbot. Ja, den Düsterbot. Da hinten wieder der Legendäre. Komm mit. Ich muss hier einstecken. Ja, weil du durchs Feuer rennst, du Nase, du. Jetzt wollte ich dich gerade wiederbeleben. Ja, brauchst du nichts oder raufrücken, das passt schon. Ach, Victorian! Sehe ich nicht, wo der andere ist. Ach, der steht direkt hinter mir, ne? Das ist auch ganz gut. Scheiße, Wände drauf! Na, einer muss hochkommen. Oder so. Ah, jetzt geht beide auf Dampf. Ja, komm. Lauf. Scheiße, bin getroffen. Wird Zeit für Dosentreten. Ich werde analysieren. Für die Gladiatoren. So. Das andere hingestellt. Da. So, jetzt ist easy peasy. Wenn die Technikerin nicht bald aus dem Feuer rausgeht, dann kriegst du den Arsch voll. Meine Güte. Ihr wurdet nicht getroffen, ihr seid nur zu blöd, durch Feuer zu laufen. Schlimm mit denen. Schlimm. Wir haben den Bot von Grund auf neu konstruiert. Nee, diesmal lief ja ein bisschen besser. Aber nur ein bisschen. Nächstes Mal mehr anstrengen. So. Blups. Machen wir mal kurz ein paar Aggressoktron-Klingen weg. Ein paar Köppe. Die brauchen wir nicht. So. Aber Alu, das brauchen wir immer. Was haben wir sonst so Schönes hier? Nochmal ein bisschen
Blödsinn bauen? Wir haben nochmal ein bisschen Blödsinn bauen. Oh, Blödsinn bauen. Ferner Donner. Oh. Da kann man doch immer ein bisschen Blödsinn bauen. Automatische Warnung. Eine Horde Verbrannter wurde in deiner Gegend gesichtet. Oh, Chili! Für den Defiance Artillerieangriff benutzen. Ad Victoria. Nee, 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 nee. Christ mich nicht, christ mich nicht. Nee, 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 nee. Da verstecken ist ja langweilig. Einfach hinhalten. Guck mal, Alex. Hab ein neues Haustier. Darf ich das behalten? Darf ich also nicht behalten. Okay. Ich seh schon Heimidol. Egal, das peppeln wir wieder hoch. Attacke! Ja, jetzt doch. So. Nochmal ein bisschen Asbest. So, was haben wir sonst noch? Bot-Parade. Wo haben wir denn die Bot-Parade wieder? Nee, da haben wir sie nicht. Ah. Schon wieder gegen Verbrannte. Nee, machen wir mal anders. Ich gehe mal kurz in die Zuflucht. Ich muss mal gucken, wie viele Briefmarken ich jetzt habe. Und mal gucken, dass ich dann für die Briefmarken nochmal so vielleicht ein, zwei Sachen ausgebe. Ich kann mir nichts leisten. Ja, ich bestimmt auch nicht viel. Also so viel bin ich jetzt Atlantic City jetzt auch nicht gelaufen. Aber so ein, zwei Mal bin ich gelaufen. Das heißt, vielleicht haben wir ja noch was. Waren erwartet dich. Nun, vielleicht keine riesige Fülle, aber immerhin. 30 Stück haben wir. 30 Stück haben wir. So, und... Ja, was kaufe ich denn jetzt hier? Werden dir all die Briefmarken nicht zu schwer? Game Show Schild? Kaufe ich mir das Game Show Schild? Ja, komm, ich kaufe mir das Game Show Schild. Schon mal in Klagsburg gewesen. Yeah. Wozu auch, wenn man alles, was das Herz begehrt, bei Giuseppes Kuriositäten findet. Die überwucherten Lackierung für den... für Raketenwerfer? Man kann jedes Problem. Komm, die Kartentische, die gehen auch. Oh, die nehmen wir auch nochmal mit. Ein leichtes Rätsel. Das Atlantic City Schild nehmen wir mal mit. Aber du siehst die Aquariumsäule nehmen wir. Ah, da fehlen mir noch vier. Bist mir aber nie begegnet. Okay. Was bin ich? Ja, das ist mir gerade egal, was du bist. Aber sein Job bei der Bruderschaft bringt ihm so. Abwechslung. Du bist sie begeistert. Das ist deine Gabe, Jeremiah. Das wäre ich muss doch was für meinen Vault haben hier. So viel heute keine Quest. Nee, heute ist Esme. Das ist endlich mal ein Schritt in die richtige Richtung. Was hast du gerade gesagt, Alex? Warum ich mit ihm nicht handeln kann. Weil mit der Kriegssuppe. Mit der Kries? Weil du vielleicht noch nicht das Level dafür hast und die Kampagne dafür noch nicht durchgespielt hast. Du musst doch erst mit der Zuflucht die ganz normale Standardkampagne machen. Habe ich nicht einmal mit meinen Großen gemacht. Ja, aber mittlerweile musst du es machen. Ach, komm mal, echt jetzt? Ja. Gute Jagd. Ende der Nachricht. Oh Mann. Du musst einmal kurz mit Orlando reden. Es ist doch nicht schwer. Du musst doch eigentlich nur mit Orlando kurz gequatscht haben.
Mehr ist das doch nicht. Das ist nervig. Ja, das kannst du wegskippen, wenn es nervig ist. Das geht doch schnell. Das sind 10 Sekunden. Das sind doch nur 10 Sekunden. So, hat sich das da beschissen, hat man halt nichts. Dann halt nicht. Dann sollen sie es gehen lassen. So, komm her, meine Brandbestie. Auch wenn ich halt nicht sehe, wenn du mich beschreist hier. Boing. Ein weiteres Herz für meine Sammlung. Denn nur Herzen sind gut. Was haben wir da hinten noch? Wo ist er? Ah, hier. Hier sind die Earths. Nicht ins Kreuz. Ich hab doch ein schwaches Kreuz. Zip. Einmal weggesammelt. Wollte ich nicht Fusionskerne zerschießen? Irgendwie habe ich das Gefühl, ich droppe immer mehr. Ah, ich droppe zu viele. Ne, ich müsste aber, glaube ich, dich nochmal, ja, so langsam mal nochmal nachreparieren. Komm. Gönnen. Schmeckt. So, schwerelos Kampf. Eieiei. Der ist zerflossen. Was machen wir jetzt, Alex? Aufwischen. Aufwischen. Oh Gott, das kann ich doch nicht. Putzen. Wie soll ich das denn hinkriegen? Ich habe diese Woche meinen Schreibtisch noch nicht mal gemacht. Was meinst du, wie der aussieht, Alter? Überall stapeln sich hier schon wieder Papiere und allen möglichen Grimsel-Bimsel. Schlimm. Na komm her, gib mir noch ein Hirn. Ich will Hirn. Ein Herz. Ein Herz für Turtle. Ja, kriegen wir noch eine? Ja, oh, noch eine legendäre. Auch wenn sie nur ein Stern ist, aber egal. Das Laser! Was haben wir jetzt? Eine Lunge! Eine Lunge im Ehren. Los, gib mir jetzt die Waffe meiner Träume. Nein! Waffe deiner Träume? Was ist denn dein... Was ist denn die? Hat sie nicht. Was ist denn deine Waffe deiner Träume? Da müsst man cheaten.
Achso, da müssten wir cheaten. Also, so eine Waffe kriegst du nicht, die verbiete ich dir. Gecheatete Waffen hier, also echt mal. Alex. Das muss ja schnell erfunden werden. Irgendwo haben wir hier noch einen Verbrannten. Ja, ja, allein. Ich sehe doch, wie allein du bist. Pleasant Valley, Abholschein. Nein, dem Problemlöser ist Schlagrin. Damit kann ich leider nichts anfangen. Damit kannst du leider nichts anfangen. Na denn? Wenig. Wenig bis gar nichts. Oder wenig bis viel. Wer weiß das schon. Irgendwo ist hier noch einer. Wo bist du denn? Nicht anwesend. Okay. Und den Mutanten Töters Bohrer. Den Mutanten Töters Bohrer. Also. Aber warum mit Mutanten Töters? Autorisierte Präsenz in der Nähe des Mautführerbetriebshofs entdeckt. Unruhen werden sich. Schutzprotokolle der Firma Hornwald Industrial Mining aktiviert. Sicherheitseinheiten vor Ort. Allen nicht autorisierten Personen wird geraten, den Bereich sofort zu verlassen. Andernfalls drohen schwerwiegende Konsequenzen. Dies ist Ihre einzige Warnung. Die einzige Warnung? Ach du Heiliger. Was machen wir denn da? Eine weitere Warnung aussprechen. So. Und nochmal ein schnelles Event machen. Na, das passt doch. So, Kleber nehmen wir auch nochmal mit. Das nehmen wir auch nochmal mit. Genauso wie das. Gut. Haben wir nochmal ein schnelles Event gemacht. Das passt. Alles für die Schrottkiste. Und für die Munikiste. Gut, aber nichtsdestotrotz machen wir jetzt hier an dieser Stelle einen klitzekleinen Cut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis denn. Tschüssi.